Servus, Grüezi und Hallo zu Servus. unserem. Ja, Grüezi. sind wir jetzt eigentlich in Bayern angekommen hier oder was? Hello. Was? Nee, also ich bin jetzt das letzte Mal angekommen bin. Das ist ja schon wieder das Boah. Highlight der Folge, ist schon jetzt geschehen. Bitte schaltet nicht ab. Gottes Willen, das kenne ich nur von Amateuren und Ich das bin kann ja vom wohl Turm nicht wahr gefallen, sein. Chris. Ich bin vom Turm gefallen. Ist ja echt dämlich. Jetzt wissen wir allerdings, dass jemand von dort runterfällt, auf jeden Fall tot ist. Ja, und ich werde hier auch schon wieder von irgendwas beschossen, Alter. Ich raste schon wieder richtig aus. Es geht schon wieder richtig gut los hier, das muss man sagen. Alter, sag mal, jetzt steht der hier. Ich sterbe schon wieder. Hilfe! Kannst du mir mal helfen? Ich helfe hier niemandem mehr, Alter, Alter. Ich, jetzt. du stirbst sowieso alle 2 Minuten, Alter. Schnauze voll. Ja, das ist ja nett, vielen Das kann Dank. ja wohl. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn schon wieder so schnell gestorben sein? Mensch, ich bin da diesen scheiß Turm runtergefallen. Das kann nicht wahr sein. Wo gibt's denn sowas eigentlich? Wieso hast du denn das auch gemacht? Hast du das extra gemacht? Ja, ich wollte ein bisschen die Welt zeigen, wie sie mir gefällt. Naja. Wie die. Was Genau. ein toller Typ war. So, haben wir das also auch erledigt? Wo bist du eigentlich? Ich bin hier drinnen und Drinne. Was ist denn der Haben hier Plan? die. Alter, wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle, sonst können wir ja nichts mehr brennen von unseren Du hast übrigens keinen Helm Getreide mehr. hier. Ach, das weiß ich wohl. Also. Also, ich habe noch ein bisschen was von diesem Nether-Zeug, aber wir haben keine Kohle mehr. Das heißt, irgendwer muss Kohle sammeln und der andere baut den Turm weiter. Ich baue den Turm weiter. Ja. Ich sammle keine Kohle. Wir brauchen aber Kohle, sonst ist das nichts mit dem Turm. Ja, da müssen wir auch schon wieder nach unten und diese Ziegel holen, ne? Obwohl, hier sind ja noch ein paar. Ne, Ziegel haben wir. Also Netherracks dieses da, diese Nether-Erz. Scheiße. Genau, davon haben wir ja noch was, aber wir haben halt keine Kohle, damit wir das brennen können. Was muss ich da jetzt machen? Auf jeden Fall darf man da oben nicht mehr vom Turm fallen, habe ich gerade gehört. Was muss ich da jetzt machen? Auf jeden Fall nicht mehr vom Turm fallen, du Vogel, Alter. Du hast mich geschubst. Ich hab dich geschubst, ich war da oben gar nicht, du Witzbold. Du warst da oben gar nicht. Nö. Aber nächstes Mal schubse ich dich, das stimmt. Das habe ich mir gedacht. Ja, liebe Leute, was mache ich jetzt hier mal? Also wir brauchen auf jeden Fall Kohle, Digga, sonst können wir nicht Hacke weitermachen. Spitze 1, 2, 3 und dann gehe ich irgendwo hin und gucke, ob ich Kohle finde. Das ist ja wieder richtig gute Laune hier. 1, 2. Ich habe keinen Stöcker Komm, mehr. hör auf dich so anzustellen. Ach, Über den Kohle, Wolken. Kohle, Ich Kohle. hab gehört, über den Wolken soll die Freiheit total grenzenlos sein, habe ich gehört. Ja. Hat irgendwie mal ein berühmter Poet gesagt. Und ich habe gehört, du bist ein Penner. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Das hat auch mal irgendwer gesagt. Das stimmt allerdings. So, ich habe jetzt zwei Hacken hier im Dings da gehackt und ein paar. Ich guck mal, ob ich in den Keller gehe. Nicht in den Keller, sondern. Naja, irgendwo hin halt. Scheiße. Na gut. Wir brauchen Erdziegel. Ja, Sollten was wir jetzt Zeit. nun? Ja, sowohl als auch. Aber erstmal brauchen wir Kohle. Ich glaube, ich komme mit Kohle suchen. Alter, hier kriegst du echt einen Drehwurm, wenn du die ganze Zeit runterläufst. Hui, hier ist mich gesoffen. Geil, ne? Aber ich glaube, ich habe gar keine Spitzhacke, kann das sein? Habe ich überhaupt irgendwas, Alter? Ja, schlechte Laune meistens, ne? Das stimmt überhaupt gar nicht. Du hast irgendwas schlechte Laune, du Penner, Alter. Ich glaube, du bist derjenige, der hier komplett ausgerastet ist, weil ihn irgend so ein Geist mit Feuer bespuckt hat. Ja, was ist das denn auch für eine Scheiße? Ganz ehrlich. So eine verschissene So Scheiße. Wurst.
Das ist total, ich habe echt keine Spitzhacken. Wir haben auch kein Eisen mehr. Wir müssen sowieso unter Tage, also so oder so. Ich hab's alles überhaupt. Alter, wenn der nicht gleich aufhört, hier mich zu beschießen, ne? Ich könnte schon wieder um mich schlagen. Diese Drecksviecher hier gehen mir so richtig auf den Sack. Jetzt gehe ich hier gerade wieder in meine altbeliebte Höhle, in der ich schon zweimal krepiert bin und nie was mitgebracht habe. Ja, vielleicht habe ich diesmal mehr Glück. Man weiß es nicht. Vielleicht hast du dieses Mal mehr Glück. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nicht so blöd an wie sonst. Vielleicht stellst du dich aber auch nicht so blöd an wie sonst. Hier unten gibt es auch tatsächlich. Also jetzt ist hier. Ich. Alter, wie die Viecher mich draufregen, ne? Das ist unglaublich. Warum regst du dich denn jetzt eigentlich schon wieder auf? Ich dachte, ich bin immer derjenige, der sich aufregt. Weil, ey, diese ganzen Viecher, diese ganze Monster-Scheiße, die kloppen so auf dich ein, du hast noch nicht mal Zeit zu reagieren auf irgendwas, weißt du? Mich regt das immer auf. Fliege ich hier immer durch die Gegend irgendwo. Hier dahinten ist schon wieder so ein Creeper, der kann mich auch am Arsch lecken. Arsch. Ja, weil manche Sachen muss man auch so deutlich einfach mal sagen. Wo war denn aus welcher Höhle bin ich die letzte Mal rausgekommen? Ah, das frage ich mich auch manchmal. Was für eine Höhle du manchmal rauskommst. Alter, ey. Liebe Leute, ne, ich überlege Tatsache nie wieder mit dem Neko zusammenzuspielen. Ach, machst du gar nicht. Wo? Ich habe keine. Ich glaube, ich gehe. Ah, nee, ich habe doch so eine Schlucht gefunden. Da wollte ich dahin. Alles klar. Hier. Paar Möhrchen futtern. Ach, das ist hier, ja. Ich bin auf jeden Fall schon wieder, weiß ich auch nicht. Sollte ich hier wieder sterben, ich bin schon wieder völlig verloren. Aber eigentlich habe ich das hier auch alles schon so abgegrast. Ja, aber warum kommst du nicht dahin, wo ich hingehe? Ich habe doch so eine riesen Schlucht gefunden, wo es immer nach links und rechts und ich habe doch da auch so eine, auch noch mal so eine Mine gefunden. Ja, ich glaube, hier unten ist auch alles eigentlich. Ist auch immer, wo so ganz so schlau ist. Also soll ich dich noch mal abholen? Wollen wir uns noch mal treffen oben? Dann Ja, gehen ich wir zusammen komme. in die Nee, Richtung. ja. Meinst du? Macht das Sinn? Dann können wir mal ausprobieren. Ich meine, wenn du in deiner tausenden Mine schon tausendmal warst, dann macht es ja keinen Sinn, dass du da rumeierst. Wo bist du denn reingegangen? In dem Eingang neben dem Turm? Ja, genau da oben, da drin irgendwie. Achso, dann komm mal Ja. wieder Richtung Ausgang. Ah, gut, okay. Ich meine, hier unten ist echt auch super viele Gänge und hier sind bestimmt auch noch Gänge, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, dann geh doch weiter da lang. Ja, ich lasse mich erstmal hier unten. Bis ich wieder hier raus bin, ist wieder Weihnachten und hab keinen Bock auf Weihnachten. Okay, ich auch nicht. Ist übrigens bald wieder soweit. Ja, liebe Leute, das ist fürchterlich. Haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf Weihnachten haben? Weihnachten zackt, Alter. Ja. Kohle. Also denk dran, wir brauchen auf jeden Fall Kohle, ne? Boah, das gibt's doch nicht, ey. Wo kommt Ja, denn wir dieses brauchen Geld her, alles. Mann? Stirbt Skelett. Wir brauchen einfach alles. Das ist echt scheiße. So. Aber egal. Ich habe vor allen Dingen auch gar keine Rüstung mehr und so. Oh, hier ist auch schon wieder so ein Slimer, Alter. Hier, Ghostbusters, schieß mich tot. Ach, komm. Oh, die kannst du mal platt machen. Ah. Obwohl, eigentlich braucht man das Zeug auch nicht, was wir ja droppen. Das ist auch alles. Braucht man nicht, oder was? Ah, nicht so wirklich eigentlich. Also, vielleicht kann man da irgendwas draus machen, wenn man irgendwie so Redstone-Schaltungen baut oder so, dann kann man das vielleicht für irgendwas gebrauchen. Ja. Ich brauche das nicht. Bist auch so eine Redstone-Schaltung, Alter. Ja, du bist eine Also das Redstone-Schaltung. Einzige, was ich hier gleich schalte, ist die PlayStation und zwar aus, dass sie so weitergeht. Oh, was habe ich hier gemacht? Ein bisschen Obsidian gemacht, aber das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Den Redstone hier. Also ich muss sagen, ich habe es ja noch gar nichts gefunden. Das ist ja schon mal gut. Das ist genau Nicht das, will da. ich hören als sein Partner hier. Also, ich habe noch gar nichts gefunden. Ja, Ja, super. es könnte daran liegen, dass ich. Och, da ist ein kleines Stück Eisen. Das nehme ich schon mal mit.
Also ich habe hier auf jeden Fall diese komische Schlucht gefunden und da gehe ich jetzt auch noch mal rein. Da ist ein Oh, hier unten ist Creeper. ja alles voller Eisen, ne? So gut. Alter, scheiße, wo war das denn? Achso, hier lang habe ich das gebaut. Muss mal ein bisschen aufpassen. So. Ich habe mir ein paar Karotten mitgenommen hier. Ich ernähre mich ja gerne von Karotten. Ist gesund. Ja, eben. Ich esse nur gesunde Sachen. Muss da ja auch ein bisschen auf seinen Karotten gehören Körper dazu. achten und also das ganze Fastfood, das ist ja nichts für mich. Nee, ich auch nicht. Ich esse sowas ja auch gar nicht. Ich finde, das schmeckt auch nicht. Nee, eben. Also bei uns gibt es heute Pizza übrigens. Aber nur mit Karotten belegt, oder? Ja, die ist nur mit. Und die Pizza ist auch gar keine richtige Pizza, die ist so aus Brokkoli. Teig. Oh, ja, geil. Brokkoli finde ich auch richtig geil. Das ist so mein Lieblingsgemüse. Das schmeckt ungefähr so gut wie. Was ist denn so vergleichbar? Crack? Ich habe noch nie Crack gegessen, Alter. Ich auch nicht. Ich wäre das mal. Ich wäre mal was. Let's crack. Neues Let's Play. Let's Crack, Alter, ja, ey, ich bin der Obercrack, Alter. Du bist wahrscheinlich auf Crack, Ich Alter. bin tot. Das kann doch echt nicht wahr sein. Sag mal, was machst denn du den ganzen Tag, Alter? Bin in Flammen aufgegangen. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Mit dir kann man echt. Mit dir kann man nichts anfangen. Nee, Du bist ja nur am Absterben, Alter. ich weiß auch gar nicht. Meine Sachen, die da unten jetzt schon wieder rumliegen. Ich glaube, diese Höhle ist einfach verhext. Ich glaube, ich gehe da einfach gar nicht mehr rein. Ich hab gesagt, komm dahin, wo ich bin. Aber du wolltest ja nicht. Guck hier nochmal. Oh, Ich das gehe ist da jetzt auch Eisen. nicht hin. Leck mich am Arsch. Das ist Smaragd. Nochmal. Wo bist denn du? Alter, ey. Ganz weit weg. Ah, okay. Ich muss eh erstmal jetzt unser ganzes Eisen aufbrauchen. Ich gehe da nicht mehr runter. Die Höhle da unten, die kann mich am Arsch lecken. Ich baue die gleich erstmal zu. Klar. Okay, dann nehmen wir es mal hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder zurückfinde. Ja, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ist die Folge gleich noch vorbei. Das ist schon mal auch Fakt. Bin in diese verschissene Lava schon wieder gefallen, ne? Ist auch nicht zu fassen eigentlich. Auszuhalten mit dir. Nee. Also ich würde das mit mir auch nicht aushalten. So, wir haben übrigens fast kein Eisen mehr, wollte ich dir nur sagen. Das ist super. Genau das wollte ich hören. Aber wir organisieren da jetzt was. Mal gucken, wer das organisiert. Ich organisiere das jetzt gleich hier. Pass mal auf. Zack hier. Bam. Noch ein bisschen was zu essen in die Tasche. Hier war ja gar nicht so viel. Also macht das jetzt keinen Sinn, dich da irgendwo zu suchen, oder was? Doch, ich kann dich abholen gleich. Ich gehe auf jeden Fall nicht mehr in diese andere Höhle. Warte mal, ich gehe da jetzt mal ganz schnell hin und baue die einfach zu. Ich will da nicht mehr hin. Ich wurde angeschossen. Eine doofe Spinne ist hier auch noch, Alter. Tja, liebe Leute, wir verabschieden uns. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, das war eine sinnlose Folge, weil ich einfach wieder gestorben bin. So, zack hier. Das kann ich leider nur bestätigen. Ja, Eingang ist zugebaut. Gut, ich hole dich gleich erstmal ab. Genau. Alles klar, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Mark stirbt. Ja, Nekro stirbt, genau. Tschüss. Tschüss.
Alter, hier ist auch schon wieder ein Zombie direkt vor unserer Tür. Was ist denn los heute?